Es ist Juli und damit begrüße ich Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge Impuls. Ja, heute dreht sich bei uns alles um den Ort, an dem frische, beste Qualität und perfekte Organisation zusammenfließen, den Duisburger Großmarkt. Und darüber spreche ich später auch mit Frank Schwarz, der mit seinem Unternehmen, der Frank Schwarz Gastro Group, auf dem Duisburger Großmarkt beheimatet ist. Außerdem startet bald wieder das Duisburger Weinfest. Wir verraten Ihnen, wann es losgeht und worauf Sie sich jetzt schon freuen dürfen. Und natürlich gibt es auch wieder etwas zu gewinnen, und zwar einen spanischen Kochkurs für zwei Personen. Wie Sie gewinnen können, das erfahren Sie am Ende der Sendung. Liebe Zuschauer, ich habe es bereits erwähnt, heute dreht sich bei uns alles um den Duisburger Großmarkt. Denn da ist eigentlich immer etwas los, besonders aber dann, wenn die meisten von uns noch schlafen. Duisburgs Großmarkthalle in Kasslerfeld um 4 Uhr morgens. Während die meisten Menschen noch schlafen, herrscht hier Hochbetrieb. Auf 7000 Quadratmeter Verkaufsfläche versorgen 27 Großhändler, Importeure und Caterer zahlreiche Kunden aus dem Lebensmitteleinzelhandel, Wochenmarkthändler und die Gastronomie. Für Alexander Patanova beginnt der Arbeitstag, während andere noch selig in den Federn liegen. Ich brauche ein bisschen frisches Gemüse für die Kita. Ja, okay. Und zwar brauche ich Möhren, ja. Frische Möhren. Er arbeitet beim Catering-Unternehmen Frank Schwarz Gastro Group, das seit 5 Jahren auf dem Duisburger Großmarkt ansässig ist. Der 34-Jährige ist heute für den Einkauf zuständig. Und zwar für das Catering der Schul- und Kita-Verpflegung. Seine Ware bekommt er wenige Meter weiter bei der Gemüsemanufaktur Green. Während Alexander sich um den Einkauf kümmert, heißt es für Thomas Eitner ebenfalls früh aufstehen. Er ist Koch bei der Frank Schwarz Gastro Group und sorgt dafür, dass täglich rund 1000 Kinder und Schüler ihre frischen Mahlzeiten bekommen. Dafür klingelt sein Wecker um 4 Uhr in der Früh. Mit dem frühen Arbeiten komme ich soweit ganz gut klar. Mir macht das persönlich nichts aus. Während der 52-Jährige auf seinen Kollegen Alexander und die frische Ware wartet, herrscht auch wenige Meter weiter bei Neptun Delikatessen Wilken Hochbetrieb. Hier werden um die 150 Fischarten aus aller Welt verarbeitet, mariniert und geräuchert. Und damit die pünktlich zu den Kunden kommen, ist in der Früh volle Konzentration gefragt. Heiko Wilken leitet das Traditionsunternehmen, das seit 25 Jahren ihren Standort am Kasslerfelder Großmarkt hat. Wir hier im Binnenland haben mit die größte Produktion in Deutschland, jetzt nicht von der Küste aus gesehen, der Bremerhaven, Bremen-Hamburg, sondern im Binnenland selber drin, haben wir die größte Produktion, die es so in Deutschland gibt. Und mein Motto ist halt immer, geht hier nur das raus, was ich auch selber esse. Spitze Finger und Feingefühl ist von den Mitarbeitern in den frühen Morgenstunden gefragt, denn hier läuft alles über Handarbeit. Inzwischen ist auch Alexander Patanova im Obst- und Gemüseparadies seines Händlers des Vertrauens angekommen. Er weiß genau, was er sucht und vor allem, was er beim Wareneinkauf beachten muss. Bei den Karotten achten wir immer darauf, wenn wir die kaufen, dass sie keine Druckstellen kriegen, dass die nicht übereinander, also dass die keine matschigen Karotten dazwischen liegen, verfaulte Karotten, weil dann auch die anderen Karotten drumherum anfangen würden zu faulen. Aber die sehen ja alle super aus. Und bei dem Blumenkohl haben wir das Gleiche. Wir gucken, dass er keine dunklen, schwarzen Stellen hat, dass er nirgendwo am Strunk schimmelt, dass er schön frisch ist. Aber man sieht ja, es ist knackig, junges, frisches Gemüse, so wie das sein muss. Für Alexander ist der Großmarkt nicht nur ein Arbeitsplatz. Hier in den Hallen geht es familiär zu. Danke sehr. Wir können uns hier einfach wie zu Hause fühlen. Wir gehen hier rein, wir bedienen uns quasi selber und geben vorne an, was wir genommen haben. Und das läuft einfach recht unkompliziert für uns. Sofort geht es mit der Ware zu Koch Thomas. Kurze Wege für frische Ware. Das bewährt sich für die Frank Schwarz Gastro Group. Möhren 10 Kilo und 10 Kilo frischen Blumenkohl. Ist genug alles? Kommst du aus? Oder brauchst du noch irgendwas? Reicht. Was? Der sieht gut aus, der Blumenkohl. Perfekt. Der Einkauf war ein voller Erfolg. Die Frische vom Großmarkt landet heute im Mittagsmenü der Kindergartenkinder und Schüler. Es gibt einen Nudelauflauf mit Blumenkohl und Möhren in einer Béchamelsoße. Während es bei Thomas in der Küche noch brutzelt, werden die bereits geräucherten Makrelen und das marinierte Pangasiusfilet bei Neptun Delikatessen Wilken luftdicht verpackt.
Um die Oberfläche zu schützen von dem Fisch, entziehen wir hier in dieser Kammer die Luft, die Raumluft, mit einer Vakuumpumpe bis zu einer gewissen Ohmbarzahl, das ist ein Luftdruck, eine Luftdruckmessung, und begasen jetzt gerade mit einer CO2-Stickstoffmessung zurück. Das ist nichts anderes, wenn man verpackte Wurst holt. Wir machen das genauso. Jetzt haben wir hier den Fisch fix und fertig verpackt. Und das ist jetzt ein mariniertes Pangasiusfilet, welches 10 Tage haltbar ist. Wer gern Fisch genießt, kommt am Thema Haltbarkeit nicht vorbei. Auch bei Heiko Wilken nicht. Um den Fisch bis zum Transport frisch zu halten, wird der in einer Kühlhalle gelagert. Die gleicht einer wahren Eisfabrik, denn bei minus 20 Grad werden hier Fischsorten aus aller Welt gelagert. Inzwischen hat auch Koch Thomas den Nudelauflauf für die Kleinen fertig zubereitet. Der wird gut verpackt, damit er später frisch bei den Kindern und Schülern ankommt. Wenige Meter weiter vor der Produktionshalle von Heiko Wilken warten die letzten leeren Laster. Vor Sonnenaufgang muss hier alles vom Hof, denn Supermarktketten wie Edeka und Rewe warten auf ihren Fisch. Um kurz vor sechs verlässt dann auch der letzte Transporter den Großmarktplatz. Der Kasslerfelder Großmarkt hat Feierabend. Dann, wenn sich die meisten noch einmal im Schlaf umdrehen. Ja, und über den Duisburger Großmarkt wollen wir auch jetzt noch ein bisschen sprechen. Dazu bei mir zu Gast ist Frank Schwarz von der Frank Schwarz Gastro Group. Ja, und Frank, wir kennen uns schon etwas länger, deshalb dürfen wir uns duzen. Schön, dass du heute hier bist. Dankeschön, ja. Ja, wir haben gerade schon gesehen, wie viel morgens auf dem Duisburger Großmarkt los ist. Dein Unternehmen war auch mit dabei. Würdest du dich dann eher zu den Frühaufstehern zählen oder fällt dir das auch eher schwer? Also ich kann gut früh aufstehen, aber ich bin nicht morgens als Erster hier im Betrieb. Das sind die Köche und die Logistiker. Ich komme dann etwas später und meistens bin ich dann abends etwas länger unterwegs bei den Veranstaltungen. Lass uns mal ein bisschen über den Standort hier im Duisburger Großmarkt reden. Welche Vorteile siehst du da drin, auch speziell für dein Unternehmen? Naja, also der Duisburger Großmarkt ist für mich die Speisekammer Duisburgs und das Epizentrum ist hier eben. Und wir haben mittlerweile 4 Standorte auf dem Großmarkt, neben unserer Produktion und Verwaltung, Lagerlogistik, auch unser großes Hygienezentrum, wo alles gereinigt wird. Und das ist schon ganz toll. Und der Riesenvorteil ist, 24 Stunden mitten in der Stadt arbeiten zu können und zu dürfen. Das können nicht viele in unserem Catering-Bereich. Es gibt ja auch auf dem Großmarkt gefühlt alles. Also frischen Fisch, Obst und Gemüse. Mit Sicherheit auch ein großer Vorteil für ein Gastronomieunternehmen. Was würdest du sagen, welchen Wert legst du speziell auch auf regionale Produkte? Also wie wichtig sind dir die? Besonders wichtig. Also nicht nur bei der Zubereitung, also global denken und regional einkaufen. Das ist ganz wichtig. Das sind unsere Themen, frische Produkte. Und hier haben wir natürlich noch den großen Vorteil der kurzen Wege. Und unsere Zulieferer, die hier auf dem Großmarkt für uns arbeiten, haben sich auch auf die Bedürfnisse eingestellt, auf uns eingestellt, was wir in ganz Deutschland verkaufen und hier aber einkaufen. Hier gibt es ja auch unfassbar viele Unternehmen auf dem Duisburger Großmarkt. Wir haben gerade in dem Beitrag nur einen Bruchteil gesehen. Wie erlebst du so das Miteinander? Ja, das ist bunt. Also das ist, wenn man morgens schon drauf fährt, man grüßt links und rechts und man kann also auch hin und her laufen. Das macht schon Spaß. Es sind unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Charaktere da. Also es ist wirklich bunt, manchmal lustig und manchmal auch erschreckend. Aber wie das wirkliche Leben. Wie würdest du denn so das Miteinander auch hier beschreiben? Ja, das ist gut. Ich glaube, hier die Menschen, die hier arbeiten, wissen, dass wir alle für unser täglich Brot wirklich schuften müssen. In allen Gewerken, die Logistiker, auch die, die nachts kommen mit den großen LKWs aus Spanien und so, dass man denen auch das ein bisschen erleichtert, mal einen Kaffee mitkocht und so. Also ich glaube, da ist schon ein großes Miteinander. Das hast du auch eben schon erzählt, das Leben ist hier bunt und vielfältig. Gibt es da vielleicht irgendeine Geschichte, irgendeine Anekdote, die dir einfällt, an die du dich noch gerne zurückerinnerst?
Naja, also es gibt dann schon mal die kleinen Katastrophen auch, die heute die schönen Geschichten sind. Und ein spanischer Lkw-Fahrer, der unseren Bierwagen mitgenommen hat, seine Folie aufgerissen hat und dann irgendwie so vortäuschte, er hätte irgendwas mit den Beinen und so. Und also da gibt es schon die eine oder andere Geschichte, die einfach Spaß macht und wo dann eben die Menschen unterschiedlich reagieren. Aber hier kriegt man alles gut geregelt. Sind mit Sicherheit auch Geschichten, an die man sich dann aber später auch gerne zurückerinnert. Mhm. Was würdest du denn sagen, wie sieht so die Entwicklung des Duisburger Großmarkts aus? Ihr seid jetzt auch schon was länger hier. Ja, also ich glaube, da müssen wir vereint auch mit dem Duisburg-Kontor dran arbeiten, mehr Gäste hier hinzubekommen, um eben auch interessante Betriebe neu anzusiedeln. Einige Geschäfte fallen einfach naturgemäß weg, weil sich das Einkaufsverhalten der Verbraucher ändert. Deswegen werden wahrscheinlich auch Flächen frei werden. Und da müssen wir halt gucken, dass wir die gut besetzen. Und da müssen wir intelligent ran. Wie ist die Entwicklung? Geht die mehr gastorientiert? Wird mehr gekocht? Was bieten wir an im Einzelhandel und so? Also ich glaube, da ist schon viel Bewegung drin. Fleisch kann man, glaube ich, noch ganz gut dazu nehmen. Das fehlt hier noch auf dem Großmarkt. Vielleicht kommt es ja demnächst. Frank, ich danke dir auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst. Sehr gerne. Ja, und liebe Zuschauer, bei uns gibt es gleich noch etwas zu gewinnen, und zwar einen spanischen Kochkurs bei Frank Schwarz. Was Sie dafür tun müssen, das erfahren Sie gleich nach unserem Newsblog. Boah ey, diesen Ausdruck hört man in unserer Region immer dann, wenn es so richtig was zu staunen gibt. Dann kommt es meist von ganzem Herzen. Boah ey! Die Touristiker von Duisburg-Kontor präsentieren nun einen ganzen Sommer des Staunens, den Summer of Boah ey! Dahinter verbirgt sich ein verlockendes Angebot, das auswärtige Besucher für beispielsweise ein Sightseeing-Wochenende in unserer Stadt locken soll. Zwei Übernachtungen mit Frühstück in einem 4-Sterne-Hotel, Hafenrundfahrt durch den größten Binnenhafen der Welt und freie Fahrt ruhrgebietsweit im öffentlichen Nahverkehr für nur 89 Euro pro Person. Weitere Informationen gibt es unter www.duisburg-tourismus.de. Es hat schon lange Tradition, das Duisburger Weinfest. In über 30 Jahren hat sich diese Veranstaltung zu einem der wichtigsten Events rund um das Thema Wein entwickelt. Um die 50 Winzer aus fast allen deutschen Anbaugebieten sind vertreten und präsentieren ihre rassigen Weißweine, vollmundigen Rotweine und spritzigen Winzersekte einer immer größer werdenden Fangemeinde. Bei Flammkuchen, Brezeln, Käse, Wurst und anderen leckeren Snacks kann dann in gemütlicher Atmosphäre probiert, gefachsimpelt oder einfach nur genossen werden. Besuchen Sie das Duisburger Weinfest vom 2. bis 5. August in der Innenstadt. Weitere Informationen gibt es unter www.duisburglive.de. Das Impulsgewinnspiel wird präsentiert von Duisburg Live. Lust auf ein bisschen Urlaubsfeeling, aber Ihnen fehlt die Zeit oder das nötige Kleingeld? Dann unternehmen Sie doch zumindest eine kulinarische Reise. Gewinnen Sie einen spanischen Kochkurs für zwei Personen am 29. September in Frank Schwarz hochmoderner Küche auf dem Duisburger Großmarkt. Unter Anleitung von Profiköchen wird ein schmackhaftes Vier-Gänge-Menü gezaubert. Und weil gemeinsames Kochen kommunikativ ist, erfährt man dabei alles Wissenswerte rund ums Essen. Angefangen vom Einkauf über die fachgerechte Vor- und Zubereitung der Rohstoffe bis hin zum perfekten Anrichten und Dekorieren der Teller. Zaubern Sie ein exklusives Menü und erfreuen Sie sich nach getaner Arbeit an den erlesenen Speisen und Getränken. Was Sie dafür tun müssen? Besuchen Sie die Facebook-Seite von Duisburg Live. Dort finden Sie die Frage, die Sie zur Teilnahme am Gewinnspiel in den Kommentaren beantworten müssen. Der Gewinner wird am Montag, den 16. Juli um 10 Uhr benachrichtigt. Wir wünschen viel Glück. Und liebe Zuschauer, wir sind jetzt am Ende unserer Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie sind auch im August wieder mit dabei. Und bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss.